Hallo, ihr Lieben, ach, hallo. Hallo. Guten Tag, ihr lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, Denner Schons auf der Suche nach neuen Abenteuern. Mein Name ist Justus König, bekannt als Denner Schons Thunder, Captain America, Justus König, der Abenteuer-YouTuber aus Würzburg mit seinem goldenen Freddy. Oben von Five Nights Freddy ist das berühmte Horrorspiel, Horror-Game, Horrorfilm. Ja. Ich will euch jetzt eine Programmvorausschau sagen. Ihr wisst, heute ist der Mittwoch. Und es bald ist soweit. Samstag früh um 5 Uhr geht's los. Und ihr kennt mal Tour. Ein Abenteuer. 7 Tage, 7 Nächte. Nicht bei Freddy's. Pizzeria, 5 Nights Freddy's. 7 Nächte. Bestimmt muss. Ein Spielball, 7 Nächte. 6. Ja, wir spielen also mal 5 Nächte überstehen, dann Sonntagnacht und dann extra Nacht. Ja, 7 Nächte. Gut, jedenfalls sind es das 7 Nächte. Im Bayerischen Wald geht es in den Bau oder Mais. Bei einem Aktivhotel zum Aber. Ja. Von Eisbüro Würzburg, das Google gefunden hat. Ja. Wie heißt du? Der Tour. Ja. Gut, der Tour. Dann, ja, wo der Imbiss ist, wo früher beim Park war. Ne, wo jetzt der Park ist, früher Papa war, Würzburg, Theaterstraße, so ist, glaube ich, da, wo es Theater ist. Ist doch ein Reisebüro. Wo auch ist, das ist ein Reisebüro. Da ist auch gleich über Brandstadt, glaube ich. Jedenfalls, das hat der Tour da gemacht, der Tour da. Der Tour, was ist das? Gut, jedenfalls gibt es einen Bayerischen Wald. Fangen wir 5 Uhr früh an. Fahren los. Nee. Nicht über Autobahn, direkt hin. Also schön, chill dahin. Über Freiwillige Schweiz. Und ja, Oberpfalz. Denn da gibt es bestimmte Ziele, wo ich halten möchte. Ja, gucken, Burg reden. Vielleicht habe ich noch Wolfenstein. Doch gut hin. Jedenfalls eine Buchrede Randeck, Priot 5 Freunde Film. Dann, ja, war in der Frankreich, das ist Oberpfalz, genau. Die 5 Freunde Burg ist Oberpfalz und 5 Freunde von Mainz. Das sehen den Film als die Königinsel. Ja, die Burg Randeck. Dann vor in Bayerischen Wald, das Rolllaufen, bei Pottenstein. Der Weg da von den einen. Schön mein Grundsee zum, wie heißt das, Teufelshöhle und zurück. Schön. Ja, und dann gibt es ja noch was anderes da dort. Dann ist ja noch ein, irgendwo, da ist auch das 5 Freunde 5, ein paar nette Sauna. Ist auch noch das ist von den Stimmstiefeln Kurt Weiler, wo sein Wohnmacht stand, der Schrottplatz. Der Ort habe ich erkundigt und dann, ja, da geht es halt weiter. Weil ich bin dann irgendwann am Tiefhotel, von da sein zwischen 15 Uhr, 16 Uhr, den Abendessen. Ja, jedenfalls, das ist am ersten. Am Sonntag geht's dann in die berühmteste Westernstadt, die ist 69 Kilometer vom Bodenmeer entfernt, 69 Kilometer. Also eine große Westernstadt, Western City, keine Ahnung. Ich hab gehört, da zwar gebrannt. Jedenfalls ist da Samstag schon offen, Sonntag auch. Da ist dann sogar eine extra noch eine Messe. Da steht drauf, Hunde ist sogar auch erlaubt. Und soll dann eigentlich gratis sein für alle Eintritt, weil eine Messe ist. Etwas mit Camping und Western, das mache ich. Mache schöne Videos, klar. Mit meinem Samsung Galaxy Ultra 23 und mit meinem GoPro 10er auch. Ja, Giro. Kamera. Klar, ich mein altes Hawaii-Handy auch dabei. Bevor mein Handy dabei als Ersatzhandy oder noch nebenbei arbeiten muss. Gut. Ja, jedenfalls. Jetzt sein. Montag, Sonntag. Und Montag geht's dann zum Wallachsee. Wisst ihr, was es ist? Ich sag mal eins, auch ein Drehort vom berühmten Film. Und welchen? Kann eins sagen, hey, Vicky, die Wikinger und die starken Männer. Genau, von Michael Bulli-Kerbig, die Kinderserie von Österreich und Schweiz und sowas. Vicky und die starken Männer, wurde da gedreht. Da war da früher, wo das Ort ist, Flake, ist das ja extra, ne. Es ist extra da noch da, also du kannst da alles angucken. Ich habe gegoogelt.
Du kannst das Flagedorf noch sehen, es ist aufgebaut wie ein Park, nur ohne Geldkosten. Ist alles noch vorhanden. Dann Beschreibung, Flagge. Nur ein Schiff, das nicht untergehen kann, weil es so gemacht worden ist, sieht man bei wahrer Filmstudio. Und da geht's auch hin. Wenn ich möchte, dann da mal ein Filmstudio, kannst du mich auch hinuntertragen. Erlaubt. Das ist zu sehen. Und ich finde alles, was man vorher filmen darf. Also, Vicky, wenn ich gerade extra kurz finde, soll ich den Film. Den See, Malachsee, wunderschön. Ja, und München auch, so ein Ding. Ja. Dann den großen Aber draufgehen, Seilbahn hochfahren, dann den großen Abersee rumlaufen und Drehbuch fahren. Und Tschechien gibt es ja auch mal. Ist ja nicht gleich, ist davon vielleicht 10, 20 Minuten entfernt, Tschechien, Grenze. Ein bisschen Asien machen, Tschechien, und gucken. Was haben wir noch? Ja, was haben wir noch? Wir haben noch einen kleinen Abersee, dann den kleinen Abersee-Wasserfall, dann noch ein paar Fünf-Freunde-Drehorte, Höhlen, Burggrün, ja, Silberberg. Ja, Silberberg ist ja bekannt von Fünf-Freunde, zwei Filmen, als ja, diese verletzen. Scheiße, jetzt mit der neuen. Ja, diese Felsen machen. Katzenfelsen, was? Grafensteinfelsen, genau, Grafensteinfelsen. Nur Schatz ist, das sage ich, ja, wo eigentlich was der Höhleneingang ist zum Schatzen von der Schwarzen, das Versteck von der Schwarzen Katze ist ja oben der alte Eingang, wo es schüttet ist, von dem Bergwerk, der alte Eingang, im Eis im Bergwerk gedreht und so weiter. Ja. Naja, da wo das Ganze, wo der Schatz war von 502, wo das Stein rausgeholt hat, das war ja in der Räuberhöhle, in der Oberpfalz. Ja, Oberpfalz. Wo aber Halle ist, Regensburg. Es wird ebenfalls 7 Tage, wenn es schönes Wetter ist, werden es viele Aufnahmen gemacht von früh bis abends und das wird gebombt hier auf YouTube, weil das Internet auch gut ist. Weil ich warte, machst du das Internet im Hotel und wenn es gut ist, läuft es gut. Und wenn es euch das Hotel ist und erklärt es euch, wie das Hotel ist, ja, und könnt ihr alles sehen, das wird ein richtiges Abenteuer. Und das ist mein Hobby, was mir Spaß macht und das Filmstudium hat mich sowieso mal interessiert. Ich würde gerne sowas sehen, wie es da so ausschaut, wie es gemacht wird. Filme interessieren mich. Deswegen gucke ich gerne bei Filmen, wie das hinter Kulissen ausschaut, wie gearbeitet wird, dreht. Das ist einer, das mich interessiert. Denn ich mache selber Videos und so manchmal auch Theater. Das sind ein paar Interesse einfach. Mein schönes Hobby. Das ist eine Selfie-Filme, eine Haltung. Damit mache ich meistens die TikTok-Videos. Die andere Haltung macht jetzt diese normalen Videos. Bei TikTok ist ja mit Filter und dann, ja, da kannst du echt Filter nehmen und dann Theater spielen. Da brauchst du keine Schminke, gar nichts. Da hast du von TikTok einen Filter von dir eine Maske von denen und dann kannst du dann Theater spielen. Finde ich voll cool. Ja, ich habe mein Handy und dann muss ich erst bearbeiten mit der App. PowerPoint, da muss ich auch dafür jährlich so 39 Euro zahlen oder sowas. Ja, jedenfalls, es wird spannend. Spannend, ich sage, es wird spannend. Und wenn wir noch gleich Schottisch machen, wo ich gerade bin, das ist schon Mist. Immer Samstag geht's dann los. Wo habe ich noch einkaufen, noch Kleinigkeiten noch? Ja, da muss man ja, ein bisschen Kleinigkeiten. Ja, ich habe jetzt auch ein schnelles Angebot besorgt fürs Handy. Fürs Handy da gibt es noch dieses Kabel, wo du das Netzsteckdose und dann eine Kabel, die zum Handy geht. Das schaut aus wie eine USB-C-Anschluss wäre, wie eine Datenaustausch. Das ist extra eine Kabel für das eine Ding, was das Handy schneller lädt. Das habe ich gekauft und bei neuen Kabeln und neuen Selfie-Stick und dann noch einen zweiten Akku. Hier, ich werde viel Stoff verbrauchen. Also, das wird ein Abenteuer. Abenteuer, Abenteuer, Abenteuer. Also, ich habe viel vor. Das ist mein Ziel. Sowas ist mein Urlaub. Sowas mache ich gerne. Das ist für mich Urlaub. Abenteuer filmen. Ich bin halt gerne vor der Kamera, hinter der Kamera. Tada und sowas. Das ist halt mein Ding. Und ich zeige euch durch YouTube. YouTube. Alles mein Hobby, das ich euch teile. Hier ist das Mikrofon, also das nimmt jetzt gerade Ton als auch. Ja. Wollt ihr? Kriegt ihr auch. Es kann sein, dass es nicht so gut ist, die Qualität von Tonqualität, aber dann natürlich lauter. Und da habe ich extra Licht angemacht. Ja, ich habe auch Licht dabei, wenn wir Höhlen angucken möchten. Wenn die Höhlen auf dem Film zu sehen waren und sowas. Ich gucke auch Drehorte. Wenn ihr wisst, im Bayerischen Wald, wo ein Drehort ist, wo ich hingehen kann. Einfach Dinge, wenn ihr selber im Bayerischen Wald seid oder sowas oder in der Nähe seid, können wir uns da treffen. Gleich in der Westernstadt. Ich kann das, wenn ihr so in den Bayerischen Wald kommt, egal. Sonntag bin ich in Westernstadt.
da wo das ist, das ist das Ding. Könnt ihr auch hingehen oder können wir uns treffen, mit da schreiben. Ich habe ja Instagram oder bei Nachrichten habe ich, also ihr könnt einen Kommentar schreiben oder wenn ihr das privat haben wollt, habe ich extra für euch gemacht. Immer Instagram und TikTok, wo ich auch Bilder und Videos hochlade. Aber hauptsächlich ist es für euch privat nachzuschreiben. Wenn ihr wollt, dass euch die Öffentlichkeit angeht, deshalb privat nachzuschreiben. Mein Instagram-Profil heiße ich Lennart Jones der Abenteurer und mein TikTok-Profil heißt ich Justus der Abenteurer 13. Aber alle Informationen findet ihr bei diesem Video oder anderen Video in der Beschreibung runter, da ist der Name plus Link zu euren sozialen Netzwerken YouTube, TikTok, Instagram. Jo, und ich versuche euch alles möglichst deutlich zu sprechen. Manchmal fällt es dann doch nicht so einfach. Ja, es wird mir Tonqualität. Jedenfalls, es ist ein Hobby. So viele Orte wie Filmste, wo Filmdrehorte waren, Bronte Filme oder Elbefilm Filmstudio. Hey, wenn ihr Filmstudio seid, kann man es treffen. Also ich wundere mich, wie ich es vorhin in Filmstudio zu kommen. In Bavaria, ja, Filmstudio. Aber also vorher erstmal den Wallachsee aufsuchen. Wiki und die starken Männer. Dieses Wikinger-Dorf anschauen. Weil das Wikinger-Dorf ist ja aufgebaut worden, nach dem Film, also nach der Serie damals, wurde es genau aufgebaut. Und da am Wallachsee wurde vorher, war schon mal ein Wikinger-Dorf aufgebaut worden von einem Film, von den USA, wo sie dann gedreht haben, der Wikinger-Krisen. So ein Klassikerfilm und ja, also. Und die haben ja auch da damals der Wikinger-Film, haben sie auch da umgerudert in den See. Und da ist von wo gedreht haben, dann ist, ja, das ist echt cool dann. Nach dem Filmstudio, kann man sagen, wie es ist. Vielleicht ist man später selber mal in einem Film drin. Also mein Traum wäre selber mal in den Film zu spielen. Ja. Und selber mal bei einer Premiere dabei zu sein, wenn man selber im Film dabei war. Weil es einfach, das ist mein Hobby. Aber einen Film mitzumachen, wäre das Gründe meines Hobbys. Film mit selber, also ich drehe ja wirklich Fernseher und Kino mitzumachen, wäre die Krönung meines Hobbys. Die Krönung. Die Krone drauf. Hat das Ziel drauf, sondern ist die Krone drauf. Das ist da im Ziel. Eigentlich, oh, das ist eigentlich schon zu hat. Dann will ich rühmt und reich werden, aber will hat gerne das Ziel, mal da ins Filmstudio zu kommen, mitzumachen Film, dieses Abenteuer zu leben, dieses Feeling zu erleben. Du kriegst deine Rolle vorgeschrieben, die tust du einstudieren, die tust du machen und machst du die Sachen, das ist einfach was Cooles. Sonst mache ich sowas selber, denke mal aus und muss es besorgen, so fragt er es einfach vor und ich weiß, wie es geht. Naja, so, jetzt kann man sagen, vielleicht welche Schauspieler kann jeder, das ist einfach nur ein, das muss man auch können. Also ich denke mal, ich kann das, also ich, für mich ist das, wenn ich da Film drehe, ist das für nichts super Neues, also ich weiß, dass jetzt die Kamera da ist, weil wenn man jetzt hier so dreht, vergisst man, dass die Kamera da ist. Aber ich weiß, dass ihr euch zu euch, ja, ich muss dann, ich will mit euch unterhalten, also würde ich euch reden. Wenn man den dreht, dann darf ich mit euch nicht reden, sondern ich muss dann mit meinem, naja, wenn da ein Partner ist, muss ich mit dem Partner reden. Also nicht in die Kamera gucken. Und das geht man schnell, weil man wird man einfach blind von Kamera, so ungefähr. Ja, also, ich kann sagen, hey, wie geht's dir, was machst du? Du schaust cool aus, wow, in der Ständer. Cooles Teil, leuchtet schon noch gut. Da gucke ich nicht zu euch, sondern dahin. Wenn es. Weil das ist es, was schon, was bei euch geht, ist mal immer hier was präsentiert. So. Erkläre euch was. Dann müsst ihr mich erzählen. Mit Kontakt. Das soll euch reden mit der Kamera. Dann muss ich so nehmen, die Kamera, wenn ihr da stehen würdet. Aber bei Film ist so, wenn keiner da stehen würde. Und ich bin nur da Anweisung, mache meine Rolle und fertig. So will ich einfach diese Figur lesen, wie die ist, und mich daran interessieren und mich darauf umwandeln und darauf spielen. Da spielst du die Figur. Du denkst wie die Figur und spielst wie die Figur. Obwohl du gar nicht so bist. Das ist das Schönste. Du kannst jemanden spielen, den du nicht bist. Danach bist du raus. Bist du normal, so spielst du. So wie, ich bin Hulk, jetzt bist du normal. Ich bin Hulk, jetzt bist du normal. Ich bin vollkommen zerstörerisch und. Ich bin normal und freundlich. Ja, wie geht's? Zum Beispiel. Ich bin der Hulk. Zerstörung. Quatsch. Jedenfalls, ja. Es wird halt nächste Woche ziemlich viel Action spannen. Und wenn das Wetter gut macht, ist es noch besser.
Jedenfalls Action, 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 habe ich alles vorbereitet. Und das ist Traum. Ein Traum etwa. Urlaub bei euch im Wald, viel machen, viel erleben. Unterirdische Gänge, geile Gänge, Spielräume suchen. Parallel Filmstudio, Westernstadt, was für mehr, ein Hamlet war. Genau. Und Hater, wollte nur zeigen, dass sie mein Revier sind. Hallo. Ja, auch nicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns wieder in meinen YouTube-Videos oder meine Urlaub. Ja, und ich bedanke mich immer fürs Zuschauen und Einschalten. Wer es berichtet, sagt jetzt auf Wiedersehen und gute Nacht. Ciao, ciao. Hier das Mikrofon. Jawohl. Mikrofon, Mikrofon, Mikrofon. Das ist Carlos. So. Denn Film ist meine Welt, wie es heißt. Doch, Kameras liebe ich. Soll auch mich richten. Yes. Und ich bin auch einfach zu finden. Ich muss nur eingeben. Auf YouTube. Justus König und Würzburg, dann findet ihr meinen Kanal. Oder Justus Würzburg, dann findet ihr meinen YouTube-Kanal, deiner Chance auf der Suche nach einem Abenteuer. Ja, oder auf Google Justus und Würzburg. Dann habe ich auch gezeigt. Mein YouTube-Kanal ist so gemacht, dass mich nicht abonnieren müsst, weil ihr könnt überall aus mich zuschauen. Über Google und sowas, einfachsten. Jedes, was ein Netflix-Handy ist und Video abspielen kann. Gut, ja, dann. Ich habe über 3000 Abonnenten, aber über 3 Millionen Aufrufe, weil ich mache nicht Filme oder Videos, weil ich es machen muss, sondern weil ich es will, was im Herzen kommt. Das ist mein Hobby, was mir Spaß macht. Und mir fällt genug ein, nur um die Zeit finden. Ich muss ja noch echt abweisen. Dafür Geld verdienen. Dafür kriege ich noch kein Geld. Wäre schön, wäre cool. Da können wir euch mehr Videos machen, präsentieren, mehr leisten, um mehr Videos zu besseren Videos zu machen. Also, wenn ich Geld verdienen würde, könnte ich doch mehr Videos machen mit Geld und bessere Videos machen mit einer besseren Ausstattung. Aber solange man nicht verdient, muss man das machen, was man hat. Und das kriegt man nur bei der Arbeit. Da muss man arbeiten gehen. Aber jetzt hat man immer Urlaub. Jetzt haben wir mal Zeit. Deswegen, da ich das Video, das YouTube-Folge oder was immer. Da habe ich ziemlich Zeit, mein Hobby zu genießen. Good night. Geld vor, Schluss heute. Ende der Botschaft. Kamera aus. Ende der Action. Und Schnitt. Cut.